Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Aramisch Kochen. Wir zeigen euch heute, wie ihr das beliebte aramäische Zopfgebäck Klitscham nachmachen könnt. Ihr gebt 1 Kilogramm Mehl und eine Packung Backpulver in eine Schüssel. Daraufhin vermischt ihr alles und gebt 4 Esslöffel Sesam und 1 Esslöffel Lebkuchengewürz hinzu. Daraufhin vermischt ihr alles und gebt noch 2 Packungen Vanillezucker hinzu. Formt in der Mitte eine kleine Kuhle. In die Mitte gebt ihr jetzt 1 Hefewürfel. Dazu gebt ihr jetzt noch eine Prise Salz. Daraufhin gebt ihr die 3 Eier hinzu, die 400 Gramm Zucker und 500 Gramm weiche Butter. Daraufhin knetet ihr alle Zutaten zu einem festen Teig. Den Teig lässt ihr jetzt mindestens 4 Stunden bis maximal 24 Stunden ruhen. Nachdem ihr den Teig ruhen lassen habt, rollt ihr diesen nochmals aus. An diesem Teigstück nehmt ihr euch eine Handvoll Teig und rollt diesen Teig nochmal aus. Nachdem ihr diesen ausrollt, nehmt ihr euch wieder am Ende ein kleines Stückchen weg. Daraufhin rollt ihr den Teig aus und flechtet ihn, wie ihr es im Video sehen könnt. Ihr könnt den Teig natürlich nach Belieben ausrollen und ausstechen. Eine weitere Variante zeigen wir euch hier in diesem Video. Nachdem wir unseren Teig wie im Video ausgestochen haben, tun wir das Ganze noch verfeinern, indem wir beispielsweise ein paar Muster einzeichnen. Ihr könnt das natürlich aber auch nach Belieben machen und wie es für euch am schönsten ist. Daraufhin tut ihr ein Ei verrühren und eure Zöpfe damit bestreichen. Das Ganze gebt ihr jetzt in euren Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten, bis eure Zöpfe goldbraun gebacken sind. كاميلو كولا وخريطو هنيه